Hallo ihr Lieben, pünktlich zu Halloween veröffentlicht die NASA ein wirklich faszinierendes Bild der Sonne. Dieses zeigt uns unseren Heimatstern in einer Aktivität, das unverwechselbar dem eines geschnitzten Halloween-Kürbis ähnelt. Wie das Bild entstanden ist und was die NASA noch so Gruseliges an Halloween bereithält, seht ihr nach dem Intro. Die Sonne sieht aus, als hätte sie ein riesiges, lächelndes, feuriges Gesicht. Es ähnelt den zu Halloween geschnitzten Kürbissen, die auch als Jack-O-Lantern bekannt sind. Es sieht so aus, als sei es ein riesiger, schwebender Weltraumkürbis, lassen die Astronomen der NASA verlauten. Dabei ist die Aufnahme unseres Heimatsterns gar nicht mal so neu. Denn das Bild stammt vom 8. Oktober 2014, als die aktiven Regionen der Sonne dieses Kürbisgesicht formten. Diese aktiven Regionen erscheinen heller, weil es sich um Bereiche handelt, die mehr Licht und Energie aussenden. Es ist die Ursache einer intensiven und komplexen Reihe von Magnetfeldern, die in der Sonnenatmosphäre, also der Korona, schweben. Das Bild vermischt dabei zwei Wellenlängen im Bereich von 171 und 193 Angström und wurde vom Solar Dynamics Observatory aufgenommen. Erst Ende des Jahres veröffentlichte die NASA ein atemberaubendes 61-minütiges Zeitraffer-Video, das ein Jahrzehnt im Leben der Sonne zeigt. Das Video wurde ebenfalls aus Bildern erstellt, die vom Solar Dynamics Observatory der NASA aufgenommen wurden. Doch dieses faszinierende Bild ist nicht das einzige, was die NASA uns für Halloween bereithält. Denn die Weltraumbehörde hat auch eine Playlist veröffentlicht, die einige der gruseligsten Geräusche des Weltraums enthält. Die Wiedergabeliste ist auf SoundCloud verfügbar und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Sie enthält unter anderem Geräusche von Erdbeben auf dem Mars.